Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Unterstützung für ÖPNV gefordert. Stadtfest Zwickau gelungener Auftakt am Freitag und FSV will im Heimspiel gegen den VfC Plauen punkten. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Liebe Zuschauer, an einem temperaturseitig recht frischen Montagabend heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ihres Abendmagazins Tag aktuell. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. In Sachsen steht es schlecht um die Zukunft des öffentlichen Personennahverkehrs, wenn Bund und Land die Finanzierung nicht verbessern. Die Oberbürgermeister der sächsischen Straßenbahnstädte Dresden, Leipzig, Chemnitz, Görlitz, Plauen und die Zwickauer Oberbürgermeisterin fordern deshalb gemeinsam mit den Chefs ihrer Verkehrsunternehmen in einem offenen Brief an die Landtagsfraktionen eine auskömmliche Finanzierung des ÖPNVs durch den Freistaat Sachsen. Am vergangenen Freitag startete die Aktion. Heute um die Uhrzeit gibt es eine abgestimmte Aktion von sächsischen Städten, die sich eben auch die Träger von ÖPNV angeboten sind, um hier nochmal darauf hinzuweisen, dass die Ausfinanzierung des öffentlichen Nahverkehrs nicht so ist, dass wir dem Anspruch, den die Bürger auch an uns haben, gerecht werden können. Sowohl von der Politik, aber auch von den Menschen, für die wir als Kommunen und Landkreise verantwortlich sind, kommt immer wieder die Anforderung, eine verbesserte Anbindung zu haben, erreichbar zu sein, dass man Orte miteinander verbindet und auch als Zwickauer beispielsweise schneller in andere Regionen kommt. Und dazu gehört, dass wir sowohl in das Schienennetz und auch ins Straßennetz investieren. Dazu gehört, dass wir natürlich auch genügend Mitarbeiter beschäftigen können und auch die Technik modernisieren. Das alles ist ohne finanzielle Mittel nicht möglich. Und wir rennen eigentlich dem Geld hinterher. Das Deutschland-Ticket ist ein tolles Instrument. Wir sehen, dass das für die Bürger eine Riesenerleichterung ist, weil es eine Vereinfachung im Tarifsystem ist, eine Vereinfachung in der Anwendung. Das ist gut so, aber 49 Euro reichen eben nicht aus, um insbesondere im ländlichen Raum dafür zu sorgen, dass man als Bewohner eines vielleicht auch nicht ganz so zentralen Ortes einen guten Anschluss an den ÖPNV hat. Und daher wollen wir hier heute nochmal darauf hinweisen, dass man nicht nur politische Ziele herausgeben kann, sondern dass man auch die Verantwortung trägt, die zu finanzieren. Genau. Aus dem Grunde gibt es heute eine gemeinsame Aktion in den sächsischen Kommunen und auch in den sächsischen Verkehrsunternehmen. Wir haben uns dazu entschieden, nochmal deutlich zu machen, dass es mit der aktuellen Finanzierung nicht funktioniert und die entsprechenden Ziele, die gesetzt wurden, so auch nicht umsetzbar sind. Man muss positiv hervorheben, in den letzten Monaten, Jahren inzwischen haben sich die Zahlen, die Infrastruktur deutlich verbessert. Allein für Zwickau kann man sagen, wir haben seit 2019 20% Fahrgaststeigerung jetzt erreicht innerhalb des letzten Jahres. Einmal durch Deutschlandticket, aber auch durch Fahrplananpassungen, die letztes Jahr geschehen sind. Und die Konsequenz müsste natürlich sein, dass auch mehr Einnahmen generiert werden. Leider, und das ist jetzt der Punkt, ist das die Kehrseite. Die Einnahmen sind konkret gleich geblieben. Bedeutet, wir haben Regionalisierungsmittel, Bildungsticket, was für Soziales und für die Schüler da ist. Seit Jahren gleichbleibende Einnahmen. Es gibt keine Dynamisierung. Wir haben als SVZ 55% der Mittel, die uns eigentlich zustehen, nur erhalten für das Bildungsticket. Jedem ist, denke ich, bewusst, dass in den letzten Jahren die Kosten enorm gestiegen sind. Na, wir haben Tarifsteigerungen, die es so noch nie gab. Gerade im ÖPNV, wir haben Energiekosten, Fahrstrom, Biomethan, die deutlich gestiegen sind. Und logischerweise müssten auch die Einnahmen entsprechend vom Land Sachsen erhöht werden. Dies ist leider nicht der Fall. Und das seit Jahren. Konsequenz ist für Zwickau gesprochen. Wir reden inzwischen von knapp 3 Millionen in den letzten 4 Jahren, die als Delta hinzugekommen sind. Durch gestiegene Kosten und gleichbleibende Einnahmen. Na, und das ist der Punkt, wo wir sagen,
hier muss was passieren, weil die Konsequenz kann ja nicht sein, dass wir wieder Angebote einstellen, das Angebot für die Fahrgäste unattraktiver machen, sondern die Konsequenz muss sein, die Einnahmen müssen steigen, um genau das weiter voranzutreiben und die positiven Entwicklungen der letzten Jahre voranzubringen. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Bereits zum 21. Mal ging am vergangenen Wochenende das Zwickauer Stadtfest über die Bühnen der Stadt. Das bei Zwickauern und Gästen beliebte Fest brachte aber auch einige Veränderungen bzw. Neuerungen mit sich. So startete die Open-Air-Sause nicht wie sonst am Donnerstag, sondern erst am Freitag. Und aufgrund der umfangreichen Bauarbeiten am Marienplatz konnten auch nicht alle Bühnen der vergangenen Jahre bespielt werden. Das tat der Stimmung jedoch keinen Abbruch. Die Gäste feierten 3 Tage lang ausgelassen. Am Freitagabend erfolgte mit dem Fassbieranstich der offizielle Startschuss. Bei sommerlich heißen Temperaturen begrüßte am vergangenen Freitagabend Radio Zwickau-Moderator Gunnar Tichy die zahlreich erschienenen Gäste vor der Hauptmarktbühne. Trotz der Baustellensituation in der Stadt und gestiegener Kosten hat man sich gemeinsam mit den Sponsoren entschieden, dieses Event stattfinden zu lassen. Da so ein Fest ohne Partner unmöglich wäre, waren die Vertreter der ortsansässigen Unternehmen natürlich gern zum Auftakt des Stadtfestes gekommen. Es ist kurz vor 18 Uhr. Die Eröffnung des Stadtfestes, des diesjährigen Zwickauer Stadtfestes, steht in den Startlöchern. Konstanze Arndt, Bombenwetter. Was meinen Sie? Wird es eine tolle Kiste? Ich glaube schon. Also die Getränkeumsätze werden gut sein, dem Wetter nachzuurteilen. Es sind schon viele Zuschauer da, das freut mich. Und das Programm steht, also vorbereitet ist alles. Und jetzt müssen die Zwickauer was draus machen. Natürlich funktioniert so ein Stadtfest gerade in diesen Zeiten. Wir haben ja hochkarätische Künstler wieder am Start, nicht ohne Sponsoren. Und ich glaube, wir fragen der Reihe nach einfach mal, warum Sie nach wie vor das Stadtfest unterstützen. Christian Sommer von Volkswagen. Volkswagen unterstützt das Fest, weil das Stadtfest das Highlight des Jahres ist im Veranstaltungskalender. Und Volkswagen Sachsen ist Zwickau zu großen Teilen. Und deswegen sind wir jedes Jahr stolz drauf, hier uns beteiligen zu können, dass so ein tolles Fest auch hoffentlich in Zukunft jedes Jahr stattfinden kann. Bei der ZDV haben wir heute gleich 2 Vertreter am Start. Herr Henschel, Sie ja schon länger als Ihr Kollege, ja. Immer wieder gerne mit dabei. Ja, natürlich seit vielen Jahren und wir sind ja hier der Hauslieferant für viele Bürger hier in Zwickau und wir geben da einfach ein Stück weit was zurück und freuen uns einfach jedes Jahr auf dieses Ereignis. Und hier ein Mann, der natürlich auch überall mit dabei ist, der in Zwickau angekommen ist, stimmt's? Auf jeden Fall. Also dieses Jahr ist mein 2. Stadtfest. Ich freue mich sehr drauf. Das ist eine schöne Veranstaltung, weil hier Menschen mit unterschiedlichen Interessen, unterschiedlichen Alter, unterschiedlichen Musikgeschmack zusammengebracht werden und eine gute Zeit zusammen erleben können. Und das finde ich super. Die Sparkasse auch in diesem Jahr wieder mit dabei. Und es ist jetzt auch 2. Stadtfest? Es ist auch mein 2. Stadtfest hier in Zwickau. Ich freue mich auf das Stadtfest, werde auch das ein oder andere mir anschauen und freue mich, dass die Sparkasse so jahrelang schon hier als Unterstützer dabei ist. Warum? Weil das Stadtfest Menschen zusammenbringt und weil wir positive Energie brauchen für die Gemeinschaft hier vor Ort. Nur das bringt uns voran und dazu trägt das Stadtfest bei und da sind wir gern dabei. Ja. Jetzt sind wir natürlich gespannt, wie viele Schläge die Oberbürgermeisterin in diesem Jahr braucht. Ja, ich möchte natürlich den Mund nicht zu voll nehmen, aber dank der guten Vorbereitung denke ich 2, maximal 3 nehme ich mir mal vor. Für das Bühnenprogramm verantwortlich zeichnete auch in diesem Jahr wieder Radio Zwickau. Na und was wäre ein Stadtfest ohne Radio Zwickau? Gunnar Tischi, schön, dass wir dich hier treffen. Du bist guter Dinge. Ich bin sehr guter Dinge. Schau mir das Wetter an zum einen, schau auf das Programm. Was soll da noch schief gehen? Was waren denn in diesem Jahr die Herausforderungen? Wir befinden uns ja nicht gerade in einfachen Zeiten. Na, die Herausforderungen sind im Grunde überhaupt die Künstler auf diesen Termin zu buchen. Ne? Man hat ja gewisse Vorstellungen, gewisse Wünsche und dann muss es noch mit dem zusammenpassen, was der Künstler an Zeit hat. Ne? Und finanziell ist mehrmals besprochen worden, es wird nicht billiger. Wir haben es dieses Jahr gut zusammengepackt. Der Donnerstag ist leider flöten gegangen, aber dafür ist der Freitag bis Sonntag, finde ich, sehr, sehr ordentlich bestückt. Also herausfordernd
ist alles gerade. Aber wenn man es dann am Ende geschafft hat und hier die Musik läuft, ist es doch wunderschön. Ich würde trotzdem sagen, Chapeau, dass hier so tolle Leute zusammenstehen, die Sponsoren, die Oberbürgermeisterin steht dahinter, dass wir auch in solchen Zeiten ein Stadtfest stemmen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Das ist es definitiv nicht. Und vor allem können wir uns mit unserem Stadtfest sehen lassen, mindestens ostdeutschlandweit. Ich glaube auch darüber hinaus. In Sachsen sind wir, meine ich, die am besten aufgestellten. Das Dresdner Stadtfest, was zeitgleich stattfindet, ich finde nicht, dass das besser bestückt ist von Künstlern als unseres. Also lasst uns feiern in diesen eigenartigen Zeiten. Gunnar Tichy bat die bewährten Partner dann natürlich zu sich auf die Bühne. Nach kurzen Grußworten war es natürlich auch Zwickaus Oberbürgermeisterin Konstanze Arndt ein Bedürfnis, die Gäste des 21. Zwickauer Stadtfestes zu begrüßen. Und dann warteten wohl alle auf den traditionellen Mauritius-Fassbier-Anstich. Da schauen wir doch mal, wie viele Schläge das Stadtoberhaupt wirklich braucht. Oh, kannst du helfen? Du bist hier vom Fache. Ja, bist du? Komm, Sascha. Der Thomas. Der Thomas hilft. Thomas, Applaus für Thomas, sonst würde hier überhaupt nichts gehen. Thomas von VPS. VPS sind die, die dafür sorgen, dass ihr alle was zu essen und zu trinken habt, nicht wahr? So ist es. So. Sind wir bereit, alle Fotografen, bitte Achtung jetzt. 1, 2, ich hab's gewusst. 2 Schläge. Naja, nicht ganz. Hier musste sie noch einmal nachlegen. Da hat die Schürze nicht gereicht. Ich hoffe, Sie haben noch was zu wechseln mit. Eine edlere Dusche gibt es nicht. Ah, ja. Egal, dann floss der edle Gerstensaft und bevor es Freibier für die Gäste gab, haben die Partner auf ein erfolgreiches Fest angestoßen. Nach der offiziellen Eröffnung übernahm das Jugendblasorchester Zwickau und bot eine Bandbreite von Klassik bis Rock. Auf der Kornmarktbühne rockte dann zeitgleich ein Roland-Kaiser-Double. Und als wäre es der richtige Kaiser, waren die Gäste begeistert dabei und sangen mit. Wie schon die Jahre zuvor wurde auch eine kleine Party-Area im Innenhof des Hotels Alte Münze geschaffen. Die neuen Betreiber möchten die Stadt mit ihren Angeboten mitgestalten. Mehr Partys. Coole Getränke, coole Musik zu fairen Preisen. Alte Münze ist ja eine Hausnummer in Zwickau, ein tolles Hotel. Für unsere Zuschauer, die es nicht wissen, was haltet ihr vor? Was gibt es hier für Zimmer? Was bietet ihr an? Wir haben Doppelzimmer, Einzelzimmer, Dreibettzimmer. Die Suite haben wir noch, mit Frühstück, ohne Frühstück. Also man kann einfach auf eure Seite gehen, sich ganz normal einbuchen, genau, wenn man Interesse hat. Über die Homepage, über Booking, übers Internet, telefonisch. Rund um das Schumann-Denkmal gab es wie jedes Jahr wieder Unterhaltung für die Jüngsten. Losbude, Entenangeln, Kinderkarussell oder Walzerfahrt. Die großen und kleinen Kinder kamen also mitten im Stadtfestgetümmel ebenfalls auf ihre Kosten. Auch wenn viele Fans bereits Sorge hatten, dass die eher rockigen Klänge des Gasometer-Warm-ups vom Donnerstag damit wegfallen, da gab es Entwarnung. Denn auch in diesem Jahr wurde traditionell mit krachig alternativer Musik eröffnet. So brillierte am vergangenen Freitag kurz nach 20 Uhr die Band The Runnings. Headliner des Abends war dann um 23 Uhr die deutsche Darkrock-Band Lord of the Lost aus Hamburg.
Die 2009 gegründete Band um Frontmann Chris Harms heizte den zahlreichen Fans zum Abschluss des Stadtfest-Freitags nochmal ordentlich ein. Die weiteren Highlights zum Zwickauer Stadtfest sehen Sie in den kommenden Tagen. Werbung. Bereits zum 24. Mal haben die Einwohner und Besucher der Tourismusregion Zwickau und der Nachbarregionen die einzigartige Möglichkeit, in der beliebten Nacht der Schlösser die Burg- und Schlosskulissen in einem Lichterspektakel mit vielseitigem Rahmenprogramm zu besuchen. 7 Schlösser und eine Burg, die unterschiedlicher nicht sein können, laden am 31. August zu Zeitreisen und lauen Sommerabenden ein, um das prunkvolle Leben von einst nacherleben zu können. Ob Märchen, Tapetenschloss oder Ritterburg. Mit Konzerten in der Sommernacht, Burgbelebung mit eindrücklichen Kostümen, spannenden Schlossführungen oder Vorträgen. In der Nacht der Schlösser kann man aufregende neue Eindrücke erleben oder einen beschwingten Sommerabend genießen. So lässt es sich im Lieblingsschloss oder der Lieblingsburg verweilen oder auch eine ganz persönliche Schlössertour zusammenstellen. Mit freundlicher Unterstützung der Sparkassen Chemnitz und Zwickau. Dispo, Girokonto, ne Sperrnummer. What? Du weißt nicht, was ich meine, der Sparkassenmoni. Also ich kann dir alles erklären. Ich mache also ein paar Videos, die ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und die neuesten Tipps und Tricks rund um deine Sparkasse, die kriegst du auch bei mir. Also immer schön gucken. Eure Moni. Wow, so einfach ist das. Eine richtig tolle Wohnung und eine Ausstattung, die wir aussuchen konnten. Genau die Küche, die tollen Fliesen an der Wand, eine richtig schöne Dusche. Und das nur für ein paar Euro mehr im Monat. Wenn alles so einfach wäre, dann müsste sich die Steuererklärung selber ausfüllen, es nie mehr Bad Hair Days geben, Kaffee nie kalt werden, man nur nette Verwandte haben und immer Grünphasen auf dem Weg. Man müsste sich beamen können und Zeitreisen wären möglich. Wow! Bestimme deine Miete und Ausstattung selbst mit dem Mietkonfigurator der GGZ. Internet mit bis zu 1000 Mbit. Einfach gebucht, schnell verbunden und viel gespart. Bis zu 1000 Mbit ab monatlich nur 39,99 Euro plus gratis TV. Jetzt informieren auf pure.com. Der regionale Sport wird Ihnen präsentiert von Hofmann Metall, Ihr Experte für Ressourcenrückgewinnung. Am morgigen Dienstag steht das Heimspiel des FSV Zwickau gegen die Kicker des VfC Plauen an. Nach dem erfolgreichen 1:0-Sieg gegen Chemnitz wollen die Jungs um Trainer Rico Schmidt diesen Motivationsschub nun nutzen und morgen weitere Punkte sammeln. Wie dieser Plan aufgehen soll, haben Trainer und der Vertragsverlängerer Sandro Sengersdorf am heutigen Montag den Medienvertretern präsentiert. Wir wollen gemeinsam auf unser Heimspiel morgen Abend um 19 Uhr hier in der GGZ Arena sprechen, blicken besser gesagt. Wir haben zu Gast den VfC Plauen. Wir gehen aktuell von rund 5000 Zuschauern aus. Ich freue mich auch, dass Rico hier wieder Platz genommen hat. Und wir beginnen heute mal mit Sandro, der uns am gestrigen Sonntag ja mit einer tollen Nachricht überrascht hat und seinen Vertrag bereits jetzt schon vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert hat. Etwas auch untypisch zum Saisonbeginn schon über das Saisonende zu sprechen. Sandro, was hat denn den Ausschlag gegeben? Warum
du bereits jetzt schon deine Unterschrift für ein weiteres Jahr unter dem Vertrag gesetzt hast. Also hallo erstmal. Für mich ist es eigentlich gar nicht so schwer zu beantworten, weil ich gehe jeden Tag, komme ich gerne hierher. Ich gehe jeden Tag gerne mit den Jungs raus und gebe Gas im Training und wir arbeiten hart an uns. Und zweitens ist es auch jedes Wochenende, egal ob das heim oder auswärts ist, ist immer wieder eine Freude, mit diesem Support aufzulaufen. Und da gibt es dann für mich auch nicht so viel zu überlegen. Ich fühle mich hier sehr wohl, bin hier sehr glücklich. Und ja. Vielen Dank erstmal für deinen Einstieg. Wenn es dann noch Fragen auch zur Vertragsverlängerung von Sandro gibt, könnt ihr dann im Anschluss natürlich eure Fragen noch stellen. Rico, dann lass uns gemeinsam auf unsere nächste Aufgabe blicken. VfC Blauenbogen vor der Brust. Ja, was rollt da, was kommt da auf uns zu? Die Blauener aufgestiegen, zwar im Nachsitzen, sage ich jetzt mal. Aber ihr werdet sie euch auch sicherlich nochmal genau angeschaut haben. Ja, wie wir dann auch morgen direkt wieder erfolgreich sein können, sage ich mal. Ja. Nach dem guten Auftritt in Chemnitz. Ja, ich möchte noch ein Wort zum Sandro. Eine coole Geschichte. Es ist ja nicht immer üblich. Eigentlich sind ja die Vertragsverlängerungen dann im Winter oder im Frühjahr dann für die neue Saison. Aber wir haben uns dort zusammengesetzt im Trainerteam, mit Robin zusammen vor allen Dingen. Die Dinge ja auch schon perspektivisch, also auch wieder, das ist ja so die Strategie, die dahinter liegt. Und da freuen wir uns natürlich, ich freue mich auch ganz persönlich, dass wir weiter zusammenarbeiten, also dieses Jahr auf jeden Fall, ja. Aber das nächste Jahr, dass du dem FSV Zwickau erhalten bleibst, ja, weil du eine coole Socke bist, Sandro, ja. Und du auch für einen gewissen, sag mal, für den Fußball auch stehst, der hier gelebt wird, den die Fans, unsere Zuschauer auch einfordern. Du gibst immer alles, gefühlt dein letzter Cent. Und das ist natürlich so eine Sache, die eben auch das Publikum, die Zuschauer auch honorieren. Und das war so neben vielen anderen Qualitäten, die du ja auch hast, so ein ausschlaggebendes Element, so von unserer Seite her zu sagen, lass uns das doch mit dem Sandro weitermachen. Ja, und das hast du dir einfach auch verdient. Und es spricht auch für dich, Sandro, dass jetzt eine, ja, ich muss mal noch warten, ich muss mal gucken und mal gucken, wie die Saison läuft. Und, na, sondern dass du jetzt schon sagst, geil, coole Geschichte, FSV Zwickau, das ist mein Verein. Und gehst hier mit deiner Mannschaft, mit uns gemeinsam, sind wir ja drinnen, mitten in der Saison, aber auch darüber hinaus, 2025, 2026. Ja, und da wünsche ich dir auch schon viel Erfolg, gesund bleiben. Und da sind wir schon im Thema, hier draußen kommt ein Auto, und jetzt sind sie nicht. Da sind wir im Thema Spieltagsbriefing. Ja, und Daniel, du hast gesagt, Blauen wird ein schwerer Brocken. Die sind, man kann jetzt sagen, als Neuling, die brauchen noch einen Moment, die sind ganz klar angekommen in der Liga und die wissen wie es geht. Ja, und auch wenn sie nicht nachsitzen, sie sind punktgleich gewesen mit Bischofswerda. Am Tor hat es ein bisschen gehangen, am Torverhältnis hat es gehangen, aber wir haben eine super Saison gespielt in der Oberliga Süd. Und das zeigt jetzt auch die Leistungen in der jungen Saison mit 4 Punkten. Und was jetzt für den Gegner steht, das muss man einfach auch klar herausstreichen. Und da freue ich mich auf dieses kleine Derby morgen Abend mit den vielen Zuschauern, dass wir auf eine Mannschaft treffen, die, sagen wir, das Thema Einstellung, das Thema Team, das Thema Taktik und auch für diesen besonderen Moment aktuell stehen. Ja, gerade die besonderen Momente, Lukas Will macht ein Tor, was man ganz, ganz selten sieht, oder Martinez in Blauen, so in Halle, so ein Schlagschuss, sieht man auch selten. Ja, das sind ja so diese besonderen Momente. Und eben aus einer sehr kompakten, mannschaftlich geschlossenen Einheit erarbeiten sich bis jetzt auch die Punkte und das auch verdient. Ja, auch mit dem, sagen wir, Ausrufezeichen in der Halle im Punkt geholt, das Heimspiel gegen Hertha 2 gewonnen. Und das ist jetzt für uns eine tolle Aufgabe. Da freue ich mich auch drauf, auch morgen Abend neben nachzuarbeiten, also vorzubereiten, nachzubereiten, dieses starke Comeback, was unsere Mannschaft gezeigt hat in Chemnitz,
Wir wollen das jetzt nicht noch größer machen, als es war. Wir haben gewonnen, das war unheimlich wichtig für die Mannschaft, für den Verein, für unsere Fans, jetzt auch anzukommen in der Liga. Aber jetzt geht es weiter. Ja, und wir haben morgen Abend ein Heimspiel, das wollen wir gewinnen. Das wollen wir gewinnen und das sind wir, ich sag mal jetzt so, auch mit dem Aufwand, den wir alle gemeinsam mit unseren Fans, mit den Zuschauern betreiben, geht es jetzt den nächsten Schritt zu machen. Wir haben am 15.03. das letzte Heimspiel gewonnen. Das sind jetzt schon über 5 Monate, also 5 Monate her, also wieder eine Monsterzeit. Und das geht es jetzt morgen Abend mit schon noch Geduld, aber mit diesen auch mit dieser Emotionalisierung, mit dieser Fokus, mit diesem Fokus auf das Spiel für seine Aufgabe, wieder in einem anderen Umfeld, aber dieses Heimspiel zu gewinnen und dort alles reinzuballern, was war. Ebenfalls am morgigen Dienstag können sich die Fans auf das Traditionsspiel freuen. Mit der neuen Ausrichtung einer Traditionsmannschaft sollen Spieler in Erinnerung gerufen werden, welche die Jahre vor dem Drittliga-Aufstieg geprägt oder später in der dritten Liga für Profifußball in Zwickau gesorgt haben. Zum Traditionsspiel morgen sind alle Fans herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. Es wird darum gebeten, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Beginn ist um 17 Uhr auf dem Nebenplatz der GGZ-Arena. Werbung. Der Planitzer Markt ist geöffnet. Nicht nur die Straßendecke, auch alle Geschäfte und Gastronomen. Ob Essen, Einkaufen oder Geld abheben, wir sind weiter für Sie da. Auf dem Planitzer Markt in Zwickau. Neulich fragt mich meine Enkelin, ob ich mit ihr nach draußen gehe, Fußball spielen. Bis vor ein paar Wochen hätte das überhaupt nicht funktioniert. Solche Knieschmerzen hatte ich. Doch dann habe ich Rosaxan für mich entdeckt. Jetzt steht einem Match mit meiner Enkelin nichts mehr im Wege. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung – alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns. Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Nachdem uns der Start in die neue Woche etwas Abkühlung verschafft hat, schafft es morgen das Quecksilber schon wieder bis auf 25 Grad. Dann erwartet uns ein Sonne-Wolken-Mix. Mit Niederschlägen ist nicht zu rechnen. Am Mittwoch pegeln sich die Höchstwerte um die 22 Grad ein. Ein angenehmes Lüftchen wird uns begleiten. Es bleibt überwiegend sonnig. Im Tagesverlauf ziehen nur harmlose Wolken ins Sendegebiet. Bei Spitzenwerten von 25 Grad wechselt sich auch am Donnerstag die Sonne mit wolkigen Abschnitten ab. Aus heutiger Sicht wird der Freitag ein traumhafter Hochsommertag. 14 Stunden Sonne satt und Temperaturen um die 30 Grad. Das sind die Aussichten. Hier
liebe Zuschauer, das war's von Tag aktuell für den Montag. Vielen Dank fürs Einschalten. Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Abend und freue mich, Sie auch morgen hier wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.